Das Lost Place haben wir gerade gesehen. Das ist hier links von uns. Laufen wir gerade dran vorbei. Die neuen Bros laufen vor uns, die können es kaum erwarten. Und Danchik navigiert heute. Und wir wollen in den Wald. Wir sind heute in Mecklenburg-Vorpommern und machen da jetzt mal die Wälder unsicher. Das ist hier Navigator-Schicksal. Heute ist Danchik ja unser Navigator. Und es geht wieder Abkürzung quer durch die Pampa. Wir gehen durch die Pampa, Leute. Das ist hier nicht unbedingt der Wanderertraum, an der Landstraße lang zu laufen. Müssen wir aber, um in den Wald zu kommen. So, die Jungs kommen so langsam im Gänsemarsch vorbei. So, und solange wir hier an der Landstraße laufen, wollen wir den nächsten neuen Bro vorstellen. Big N, sieht man ja, ich muss ja meine Kamera schon nach oben neigen, damit ich den überhaupt erfasst kriege. So, erzähl mal. Ja, Jungs, ich bin Big N, oder kann mich auch Nils nennen. Bin ja mit neu bei den Bros und wir waren jetzt gerade in einem alten Gemäuer. Das war ziemlich cool. Ja, was soll ich erzählen? Und ich freue mich auf unsere weitere Reise. Peace. Meinst du das hier? Leute, ja, guckt euch das mal an. Das ist typisch Bruce. Also wir sind mal wieder aus dem Gelände rausgekommen und schon wieder so ein komischer Schild. Hier Minen und so ein Scheiß. Und die Bruce haben da keine Angst vor, oder? Ja, stimmt. So Leute, mitten in munitionsverseuchtem Gebiet wollen wir euch den nächsten Bro vorstellen. Während wir schnacken, kann er sein, dass er in die Luft fliegt, macht aber nichts. Dann haben wir leider einen Bro zu wenig, aber wir finden den neuen. Davidov, genau, Entschuldigung. Moin, erzähl mal. Ja. Wer bist du so? Ja. Worüber hast du Bock zu erzählen? Was hat dich dazu bewegt, so tief zu sinken, mit den Bros unterwegs zu sein? Ja, moin, ich bin David, guter Freund von Michael. Und Vladi kenne ich auch schon sehr lange eigentlich. Ja. Und ja, wenn man die beiden kennt, dann ist es eigentlich nicht mehr weit, so tief zu sinken, sag ich mal. Ne? Dann freue mich auf jeden Fall auf eine schöne Tour und viel Spaß mit den Jungs, dass wir viel erleben, viel sehen. Guck mal, und der ist noch nicht mal explodiert während des Gesprächs. Ja, perfekt. Geil. Leute, ich fühle mich heute, als würde ich die Wüste von Sahara hier gerade belaufen. Hier unten, guck mal, da ist alles voller Sand. Es ist arschheiß, gefühlt 30 Grad oder so. Hatten wir selten, sonst sind wir immer bei kalten Temperaturen unterwegs. Und ich bin ehrlich gesagt bei alten Temperaturen lieber unterwegs. Erzähl mal, Junge, was ist jetzt das Problem? Ich habe irgendwelche Viecher am Fuß, aber ich möchte gerne ein bisschen Luft an meine Eier lassen. Die Kollegen beschweren sich über den beißenden Geruch. Ja, guck mal, Leute. Das ist scheißegal, ob wir mit neuen Bros unterwegs sind oder mit alten. Es geht irgendwie immer durch die Pampa. Und ich habe ja immer gesagt, Vitok ist immer unser Feind, weil er uns durch komisches Gelände führt. Nix da. Das ist halt unser Schicksal. Da fliegen eine Russe. Sieht aus wie ein Eingeborener, der sich eine Kokosnuss holen will. Während wir hier gerade durchs Gebüsch laufen,
will ich euch den letzten Brew vorstellen. Und das ist der Daniel. Nein, Malte. Malte, so, genau. Genau, Malte. Bin ich hier, so tief gesunken. Michaels seelischer Beistand. Genau, der hat das schon kapiert, die ganzen Fragen. Erzähl mal, Malte. Genau, Malte, 27 und ja, hab mal ein bisschen hier die Natur und ein paar Lost Places erkunden. Habe ich Bock drauf. Und wir als Bros, als die Alten, wir freuen uns da drauf. Ein ganz junger Bro, genau. der Jüngste, noch nicht mal Midlife-Bro hier in der Runde. Nachwuchs. Nachwuchs-Bro, genau. Das ist doch eine geile Landschaft hier, oder? Schönen Fluss, hier werden wir auch übernachten heute. Nur suchen wir uns gerade noch einen passenden Ort, wo wir auch Feuer machen können. Erstmal die mit den kurzen Hosen, die Brennnesseln platt trampeln, für die mit den langen. Ja. Ja, guck mal, Leute, der erste ist schon drin. Gleich kommt Rudelverhalten und alle springen rein. Wir sind wieder unterwegs, wollten gerne am Fluss bleiben, aber die ganzen kleinen Mücken, die haben uns fast gefressen. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir gehen mal ein bisschen wieder tiefer in den Wald, weil da gibt es die Mücken nicht. Und da können wir angenehmer übernachten. Schau mal, Leute, diese wunderschöne Stelle haben wir gefunden. Da ist eine große Feuerstelle, da machen wir heute ordentlich Feuer. Da ist ein Unterstand für alle Fälle. Und die Hängematten, die spannen wir nachher da hinten in dem Wald auf. Und so, gucken mal, Leute. Da hinten ist das Tomatensüppchen schon am Kochen. Da ist noch ein anderes Süppchen. Das sind die Appetizer. Nachher gibt es was Leckeres. Die sitzen da ganz gemütlich und essen ihr Süppchen. Und da hinten, da werden mit dem Trecker schon die ganzen Dorfschönheiten hier angeliefert. Ist das nicht geil? Wunderbar. Während hier das Feuer schon brennt, die beiden Jungs sich das gemütlich gemacht haben, ist da hinten das Lager mal aufzubauen. Zeige ich euch gleich mal, wie das aussieht. Hier ist ein Einzelzimmer, hier ist ein Doppelzimmer und hier ist auch ein Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten. Ist das nicht geil? Schön hoch. Die Viecher laufen nachher unten durch an die Zelte und knabbern da die Leute an, während wir hier schön gemütlich oben in den Hängematten pennen. Guck mal, Leute, die Bros sind noch gar nicht ausgelastet. Also machen die sich auf den Weg, um mal eine Runde abends zu joggen. Das sind doch verrückte Leute. Ich finde das toll. Ja, das ist toll, dass die uns. Ich habe meine Nasenhaare hier gestutzt, ich bitte um weniger so, Zoom. Erzähl mal, mein Junge, warum sind sie jetzt weggelaufen, die Jungs? Hast du die verscheucht? Hast du sie gefurzt? Ich glaube ja, ich habe einen Schlurz gemacht an Folgen. Ja. Das ist die Bestellung. Die Jungs laufen gerade los, weil bei uns das Bier ausgegangen ist. Und jetzt laufen die los und dann holen sie uns Bier und Zeugs. Das wird lustig, oder? Das wäre lustig. Guck mal, die laufen doch schon in die falsche Richtung da. So, guck mal, Leute. Wenn ihr beim Wandern Schaschlik haben wollt, müsst ihr in den russischen Laden gehen. Hier genau diese Marke holen, weil die ist lecker. Und dann geht das richtig gut tiefgefroren mitgenommen. Und dann macht Denchik uns jetzt ein richtig geiles Schaschlik-Grill. Jetzt während der Fahrt, während des Laufens ist das Ding abgefroren. Schön große Stückchen, schön lecker. Auf die Spieße. Und dann geht das nachher da hinten ins Feuer. So, guck mal, Leute, wie geil das aussieht. Na, Denchik, funktioniert das? Das läuft. Wunderbest. Wie ein Länderspiel. Und da kommt unsere Rettung. Die Helden, Alkohol. Die Helden, die bringen Alkohol. Ja. Perfekt. Geil. Ja, geil. Keine Stunde, oder?
Bestimmt nicht, nee. Ihr seid crazy. Der ist aber schön. Hier, pass mal auf, das Messer. Die nächste mal, Packung ist dran. Ja, Messer ist geil. Also, wenn ihr den Schaschlik kauft, müsst ihr euch auch diesen Messer besorgen, weil damit kann man das am besten aufschneiden. Ach scheiße, ich habe Handschuhe vergessen. So, und ich gönne mir auch mal ein. Hammer. Leute, bevor wir nachher noch schlafen gehen und ich das nicht aufnehmen kann, wollte ich noch euch mal was zeigen. Guck mal, so campen die Brews. Hier Lebensgefahr. Na, jetzt sehe ich das nicht. Da hinten das Lager. Und die Jungs sitzen da wunderschön am Feuer. Es explodiert nichts. Es ist keine Lebensgefahr. Und wir machen Schaschlik. Ist das nicht schön? So, guck mal, Leute. Es ist schon Abend geworden. Schaschlik war lecker. Alles andere war auch lecker. Die Jungs machen sich schon langsam in die Zelte. Wir haben noch eine Plane rüber gespannt. Falls es mal regnen sollte. Denchik, der hängt da in seiner Hängematte. Ich komme da gleich in die andere. Die anderen machen sich auf den Weg. Ja, und ich sage schon mal gute Nacht.